Shalom, Genossen. Unser heutiges Werk, Jakob der Lügner, führt uns in eins der von den Nazis eingerichteten Ghettos in Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs. Der Autor Jurek Becker stammt aus einer jüdischen Familie, lebte als Kind im Ghetto von Łódź und überlebte später die Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen. Im Roman geht es aber nicht um ein bestimmtes Ghetto, sondern es ist eine fiktive Geschichte mit folgenden Hauptpersonen. Jakob Heim hatte früher eine Eis- und Kartoffelpufferdiele und arbeitet jetzt im Ghetto auf dem Güterbahnhof und kümmert sich um Lina. Die ist 8 Jahre alt und hat vor kurzem ihre Eltern verloren, die nämlich deportiert wurden, wird von Jakob, so gut es geht, durchgeführt und lebt auf dem Dachboden. Kowalski ist der engste Freund von Jakob, das heißt, sie sind sich schon lange in inniger Abneigung verbunden. Er ist Friseur und früher hatten sie die Abmachung, dass keiner beim anderen zahlt. Dummerweise konnte Kowalski bis zu 7 große Kartoffelpuffer essen. Mischa ist 25, früher mittelguter Amateurboxer, der wie Jakob und Kowalski auf dem Bahnhof arbeitet. Er hat ein großes Herz und eine Freundin namens Rosa, die Tochter des berühmten Schauspielers Frankfurter und seiner Frau. Und dann gibt es Professor Kirschbaum, ein ganz berühmter Kardiologe, der, weil er Jude ist und im Ghetto lebt, nicht mehr praktizieren darf. Eigentlich, macht er aber natürlich trotzdem. Dann gibt es die Zwillingsbrüder Roman und Herschel Stamm. Herschel ist orthodoxer Jude und versteckt seine Schläfenlocken unter einer Pelzmütze. Das wäre jetzt die Pelzmütze. Roman nicht, komischerweise. Und natürlich gibt es deutsche Bewacher. Die sehen jetzt nicht aus, als ob sie der SS oder der Gestapo entsprungen sind, aber ehrlich gesagt finde ich das in diesem Zusammenhang auch nicht so wahnsinnig schlimm, sondern fände es eher geschmacklos. Und ihn hier habe ich auch noch nicht vorgestellt, der namenlose Erzähler. Der ist selbst ein Ghettobewohner und taucht am Ende der Geschichte nochmal auf. Jakob ist abends auf der Straße unterwegs. Das ist riskant, denn ab 8 ist Ausgangssperre und er hat keine Uhr an. Plötzlich wird es hell um ihn. Shit. Ertappt. Geh ins Revier und hol dir deine Bestrafung ab. Und Jakob bleibt nichts anderes übrig, auch wenn er fürchtet, dass dieser Gang ins Revier sein Todesurteil ist. In diesem Revier, dem Gestapo-Hauptquartier, weiß er zuerst mal gar nicht, in welche Tür er eigentlich gehen soll. Dann tut sich eine Tür auf und er hört ein Radio, in dem gesagt wird, dass die Russen kurz vor Besanica stehen. Schließlich steht er in dem Raum, in dem er eigentlich wollte. Und dort liegt ein wachhabender Offizier und schläft. Und Jakob weiß gar nicht, was er machen soll, klopft nochmal an die Tür, da wacht er auf und sagt, wie viel Uhr ist es? Kurz nach 7:30. Was willst du? Und Jakob sagt, ich soll mich melden, sagt der Posten, weil ich nach 8 auf der Straße war. Aha. Wie heißt du? Jakob Heim. Ja, geh heim, Jakob Heim. Haha. Und Jakob kann sein Glück kaum fassen und geht nach Hause. Am nächsten Morgen schleppt Jakob mit Mischa auf dem Bahnhof Kisten, wie sie es jeden Tag tun. Und Mischa so, da hinten in dem Waggon sind Kartoffeln. Und Jakob merkt, dass er Kartoffeln klauen will und sagt, hier, die Russen stehen vor Besanica, das ist nur 400 Kilometer weit weg. Aha, freust du dich gar nicht? Schon gut. Und er glaubt ihm nicht. Und als sie die Kiste abgestellt haben, wird der Mischa richtig zitterig, weil er sich jetzt an den Kartoffelklau wagen will. Und kurz bevor er losspringt, unter den Augen der Wache, sagt Jakob, ich hab ein Radio. Und das macht ihn so baff, dass er erstmal sich auf den Hosenboden setzt und so überrascht ist, weil Radios im Ghetto strikt verboten sind, genauso wie Zeitungen. Die Juden sind von der Außenwelt abgeschnitten. Und der Wachmann denkt, er ist einfach nur faul und schlägt ihn ins Gesicht. Beim Mittagessen kommt Kowalski zu Jakob und sagt, na, gibt's Neuigkeiten? Wieso? Hey, wir sind Freunde, stimmt das mit den Russen? Und Jakob stirbt 1000 Tode und irgendwann sagt er, ja, aber halt die Klappe. Und er sagt, hey, natürlich. Familie Frankfurter sitzt um den Tisch und Papa und Tochter spielen eine Partie Dame zusammen. Da kommt Mischa rein, der unbedingt natürlich seine Neuigkeit mit dem Radio loswerden will. Und um das zu tun, fällt ihm nichts Besseres ein, als zu sagen, Herr Frankfurter, ich bitte um die Hand Ihrer Tochter. Und die sind natürlich alle total baff, beziehungsweise natürlich auch erfreut. Und der Frankfurter sagt, wie bitte? Er sagt, ja, weil nämlich die Russen kurz vor Besanica stehen. Und Frankfurter gibt ihm eine gepflegte Ohrfeige, weil er meint, dass man damit keine Witze macht. Und ja, Mischa ist so ein bisschen gekränkt und sagt, ja, aber ich weiß das von Jakob Heim, der hat ein Radio. Und dampft mit Rosa ab. Und der Frankfurter und seine Frau sind zunächst mal total frappiert. Frankfurter ist geschockt. Dann packt er seine Frau am Arm und geht mit ihr in den Keller, um dort sein Radio, das er nämlich besitzt, aber nie gehört hat, weil er Angst vor Strafe hatte, kaputt macht.
Und damit ist wahrscheinlich das einzige Radio, das tatsächlich im Ghetto vorhanden war, zerstört. Jakob ärgert sich, dass Mischa seine Klappe nicht halten konnte und dass er weitererzählt hat. Deswegen trägt er am nächsten Tag mit Kowalski, aber der ist auch nicht viel besser. Der stellt so heimtückische Fragen wie na und lässt nicht locker, bis Jakob ihm von 3 Kilometer Geländegewinn erzählt hat. Viele Ghettobewohner finden es gefährlich, dass Jakob schwarz hört und damit alle in Gefahr bringt als Mitwisser. Und Herschel Stamm, seines Zeichens orthodoxer Jude, betet so lange, bis es einen Stromausfall gibt und am nächsten Tag Jakob natürlich nichts Neues erzählen kann und auch nichts Neues erzählen muss. Damit deswegen findet er das eigentlich gar nicht so doof. Aber Mischa hat wieder eine neue Idee und sagt, wir könnten doch dein Radio zu Kowalski schaffen. Der hat nämlich Strom. Und Jakob so, ja, am besten tragen wir es am helllichten Tag rüber oder wollen wir es nach der Sperrstunde machen? Ich meine ja nur. Und außerdem, kannst du die Hand für seine Mitbewohner ins Feuer legen? Für meine ich schon. Sag ich, ja, ist ja gut. Und kurz danach gibt es aber wieder Strom und Jakob hat das alte Problem, dass alle auf Nachrichten von ihm warten. Jakob beobachtet, wie ein deutscher Soldat mit einer Zeitung aufs Klo geht. Und zwar, um sie als Klopapier zu benutzen. Damals hatte man das ja noch nicht so. Das ist ein simples Plumpsklo, das dürfen aber die Juden leider nicht benutzen. Obwohl Jakob natürlich die Gelegenheit wittert, um endlich an News zu kommen. Und er beschließt es zu riskieren und sagt zu Kowalski, ich gehe aufs Klo. Und er sagt, spinnst du? Aber da ist er schon weg. Ist auf diesem Plumpsklo. Kurz danach kommt der nächste deutsche Bewacher und klopft da an diese Plumpsklo-Tür und sagt, Kamerad, beeil dich, ich habe Durchfall. Und Kowalski bleibt das Herz stehen. Der macht sogar die Tür auf. Jakob kann sich kurz hinter der Zeitung verstecken. Da fällt Kowalski was ein und der schmeißt einen Kistenstapel um. Und der Bewacher, der Durchfall hat, ist total wutentbrannt und schlägt und tritt auf den Kowalski ein. Aber Jakob hatte genügend Zeit, um vom Klo runterzukommen. Und da geht der jetzt wieder hin. Und Jakob sagt, danke. Und dann hilft er ihm, die Kisten wieder aufzurichten. Abends kommt Lina zu Jakob und sagt, stimmt das, dass die Russen bald da sind? Und er sagt, wir sagten sowas. Da klopft es an der Tür. Lina versteckt sich, weil sie ja illegal ist. Und der Kowalski kommt aber nur rein und sagt, gibt's was Neues? Und Jakob will nichts erzählen. Und dann sagt der Kowalski, hör mal Jakob, wenn ich ein Radio hätte, dann würdest du doch auch kommen und nach Neuigkeiten fragen. Und er sagt, spinnst du nicht vor dem Kind? Lina kommt raus. Und der Kowalski sagt, ja, Entschuldigung, das konnte ich ja nicht wissen. Aber Lina weiß jetzt, dass Jakob behauptet, ein Radio zu besitzen. Die tägliche Erwartung von Neuigkeiten auf dem Güterbahnhof wird für Jakob wirklich zu einer Tortur. Und eines Tages stellt Herschel Stamm fest, dass in einem der Waggons, die da auf diesem Güterbahnhof stehen, Juden sich befinden zur Deportation. Und ein Bewacher sagt, hier, sofort weg da! Und er geht weg. Aber trotz des Verbots schleicht er sich wenig später hin, um diesen deportierten Juden nämlich die frohe Botschaft zu überbringen, dass die Russen nach Jakobs Angabe Besanika bereits erobert haben. Da wird er erschossen, ohne weitere Warnung. Und sein Bruder Roman schaut Jakob über die Leiche so an, als ob er schuld wäre am Tod seines Bruders. Daraufhin ist Jakob so schockiert, dass er, nachdem er vorher behauptet hatte, sein Radio sei kaputt, es über Nacht repariert, in Anführungszeichen, zumal Kowalski ihm am nächsten Tag auch mit einem Radiotechniker auf den Leib rückt. Jakob kommt nach Hause und Lina hat sein Zimmer komplett auf den Kopf gestellt. Und sie so, Lina, was machst denn du hier? Ich habe aufgeräumt. Na, ich hoffe, du bist noch nicht fertig. Was machst du mit der Lampe da? Und sie so, oh. Denn sie dachte, es handele sich bei diesem ominösen Objekt, das sie nicht einordnen könnte, um das Radio. Und Lina lässt nicht locker mit diesem Radio. Sie will unbedingt Radio hören, sodass er sie irgendwann mitnimmt in den Keller. Dort gibt es einen Raum, der durch eine Zwischenwand getrennt ist. Und sie muss sich auf der einen Seite hinsetzen und er verspricht ihr, dass er auf der anderen Seite das Radio anstellt. Setzt sich auf die andere Seite auf einen umgedrehten Eimer und fängt an, Radio zu machen für sie. Ein Interview mit Winston Churchill. Der ganze Schlamassel wird bald zu Ende sein. Hötschi! Und dann gibt es Musik, die er auch mit dem Mund macht, so und erzählt schließlich das Märchen von der kranken Prinzessin und das befriedigt Lina wenigstens für eine kleine Weile. Wenig später kommt Professor Kirschbaum zu Besuch, der Lina auch immer untersucht hat, die war nämlich ein bisschen krank, und sagt, hier, Herr Heim, Sie bringen uns alle in Gefahr, lassen Sie das mit dem Radio. Und er sagt, Sie sind doch Arzt, Herr Professor Kirschbaum, seit ich von meinen Neuigkeiten vom Radio erzähle, hat sich im Ghetto keiner mehr umgebracht. Das überzeugt Kirschbaum und sie rauchen eine Zigarette zusammen. Am nächsten Tag jedoch wird Kirschbaum
abgeholt von einem PKW der Gestapo, weil er den Gestapo-Chef behandeln soll. Und um sich diesem moralischen Dilemma nicht auszusetzen, vergiftet er sich auf der Fahrt. Immerhin stirbt der Gestapo-Chef dann auch. Misha bekommt mit, dass die Straße, in der Rosa und ihre Eltern wohnen, zum Transport ins KZ gesammelt wird. Und er fängt Rosa ab, die von der Arbeit kommt, sagt, Rosa, komm, wir gehen zu mir. Und sie sagt, du, ich durfte heute früher von der Arbeit nach Hause. Komisch, oder? Ich wollte jetzt eigentlich nach Hause gehen. Und sie sagt, nein, auf keinen Fall, wir gehen zu mir. Dann gehen sie zu ihm und wenig später schaut Rosa aus dem Fenster und sieht, wie ihre Nachbarn deportiert werden. Ihre Eltern hat sie nicht gesehen. Und sie will natürlich sofort nach draußen stürmen, aber er ringt sie nieder und hält sie mit Leibeskräften fest. Und dann werden ihre Eltern deportiert. Und sie muss untertauchen und lebt also heimlich jetzt bei ihm. Ist natürlich total mitgenommen. Irgendwann geht sie mal zu Jakob, um mit dem zu sprechen über diese ganze Radio- und Neuigkeiten-Sache. Der ist nämlich mittlerweile für Augenwischerei hält. Die ist eine falsche Hoffnung. Sie trifft aber nur auf Lina und sie gerät mit ihr in Streit. Und Lina verteidigt Jakob mit seinen eigenen Argumenten. Was Jakob, der zufällig gerade reinkommt, hört. Und er ist total erschüttert darüber, dass Lina, das Mädchen, seine Lügen verbreitet eigentlich. Und zu seiner Erschütterung trägt bei, dass die Schwester von Kirschbaum auch an diesem Tag deportiert wird. Deswegen ist er ziemlich down, als Kowalski reinkommt und liegt auf dem Bett. Und Kowalski will natürlich wieder Neuigkeiten hören. Und Jakob sagt, ich kann nicht mehr. Ich habe überhaupt kein Radio. Und der Kowalski sagt, aha, was soll ich sagen? Ich verstehe dich. Und er sagt, du glaubst mir nicht, oder? Glauben, nicht glauben, was heißt das schon? Ich werde dich nicht mehr fragen, ich bin dir nicht böse. Und dann zwinkert er mit beiden Augen und geht. Und als Jakob am nächsten Tag zur Arbeit geht, sieht er an einer Straßenecke eine Menschenmenge stehen und er geht zu dem Haus und es ist Kowalskis Haus. Er hastet in den ersten Stock und findet Kowalski, der sich erhängt hat. Und an dieser Stelle kommt der Erzähler nochmal ins Bild und sagt, das hätte aber auch alles gar nicht so ausgehen müssen. Jakob hätte zum Beispiel, als der Kowalski zu ihm kam, sich einfach nett mit ihm unterhalten können. Er hätte ja nichts davon erzählen müssen, dass er kein Radio hat. Dann wäre es dem gut gegangen, er hätte vielleicht noch ein, zwei Lügen erzählt, dann wäre er nach Hause gegangen, dann würde er noch leben. Und Jakob hätte dann aber wahrscheinlich irgendwann Schwierigkeiten gekriegt, wenn er keine Neuigkeiten mehr erzählt hätte und wäre damit bedroht worden, dass ihm das Radio weggenommen werden würde. Daraufhin wäre Jakob zu Rosa und Misha gegangen und hätte gesagt, hier, Misha, kümmerst du dich um Lina? Und der hätte gezögert, aber Rosa hätte gesagt, ja, machen wir. Und dann hätte Jakob seine Lebensmittelkarte auf den Tisch gelegt und hätte sich verabschiedet. Dann wäre er nach Hause gegangen, hätte die gelben Sterne von seiner Brust abgetrennt, stellen wir uns jetzt mal vor, hätte eine Zange genommen, wäre zur Ghetto-Grenze gegangen, wo Stacheldraht wäre, wäre auf dem Boden gerobbt und hätte den Stacheldraht durchschnitten, um rauszukommen aus dem Ghetto und wäre, bang, von der Wache erschossen worden, entdeckt worden, auf der Flucht. Und als dieser Schuss fiel, wäre auch gleichzeitig die erste Granate der Roten Armee eingeschlagen und das Ghetto wäre befreit worden. Leider war es aber nicht so, sondern folgendermaßen. Eine Bekanntmachung hängt am nächsten Tag am Bahnhof, dass alle sich transportbereit machen müssen. Deswegen geht Jakob nach Hause, packt seine 7 Sachen in einen Rucksack. Das wäre jetzt mal ein Rucksack und nimmt Lina. Erzählt ihr, dass sie verreisen werden. Deswegen findet die das ganz gut. Die ist noch nie verreist. Die ist ganz toller, guter Dinge. Alle anderen Ghettobewohner machen sich auch transportbereit und sammeln sich. In dem Viehwagen, der sie wegbringt, sitzt der Erzähler neben Jakob und Lina. Lina fragt, woraus Wolken sind und Jakob hat keine Lust zu erzählen, sondern guckt lieber aus dem Fenster. Deswegen erklärt ihr der Erzähler das mit dem Wasser und dem Regen. Und wahrscheinlich, weil er sich ein bisschen um Lina gekümmert hat, erzählt ihm Jakob ein paar Tage später seine Geschichte. Und zufällig überlebt der Erzähler als einziger das Vernichtungslager und ist deswegen später in der Lage, die Geschichte von Jakob dem Lügner zu erzählen.